Hallo Leute, da sind wir wieder bei Christmas Stories, der Nussknacker im Bonuskapitel. Und wir hatten ja zuletzt diese Form bekommen und auch irgendwie ein Stück, was war das hier? Metallbarren. Und das werde ich jetzt mal hier rauflegen und dann werden wir hier schön die Pfeilspitzen nachbauen können. Reicht das jetzt schon? Jetzt habe ich die Pfeilspitzen. Wunderbar. Reicht das denn schon, um die da einfach raufzustecken? Hier, da waren ja diese Stäbe für die Pfeile. Da hinten irgendwo hier in der Kammer, genau. So. Perfekt. Ja, super, dann haben wir die ja jetzt. Dann gehen wir hinaus. Wieder zurück. Den ganzen Weg zurück. Zurück, zurück, zurück zu da. Kämpferkatze hier. Na? Sagst du da zunächst? Achso, die kann ich jetzt direkt mitnehmen wieder. Eine Bogenschütze-Katze haben wir jetzt auch. Das ist ja wunderbar. Und was können wir jetzt hier noch anschauen? Gar nichts. Die haben wir jetzt bei uns. Und nu? Und immer dieser Schneemann. Jedes Mal, wenn ich den Part anfange, gucke ich auf diesen Schneemann. Weil ich denke, dass dieser Schneemann irgendwas zu bieten hat. Da unten ist die andere noch. Gott, wie holen wir die denn jetzt mal hoch? Kriege ich denn das Eis mal weggekloppt hier? Irgendwie müssen wir das hauen können, damit wir die letzte Katze da auch noch mal hochkriegen. Wenn es die letzte Katze ist. Könnte ich mir aber vorstellen. Da kann man nichts mehr machen. Hundehaus. Da waren die noch. Die Muscheln haben wir davon jetzt alle. Nee. Nee, stattdessen haben wir aber Wurzeln alle und Pilze alle. Und das brauche ich doch bestimmt, um so einen Schlaftrunk jetzt zu machen. Nur, wo kann ich den machen? Dafür nehme ich mal meine Karte, damit ich weiß, wo. Hier. Ist noch was zu tun? Immer dieses Kätzchen. Wie kriege ich die denn jetzt da? Ich brauche einen bewaffneten Verbündeten. Ach so. Hier. Da. Verjagt die Wölfe. Jawoll. Super. Die Bogenschützenkatze ist nicht schlecht. Gut, dann können wir da jetzt natürlich rein. Und hier können wir bestimmt auch das Zeug machen. Er ist meine alte Flamme, aber er ist immer noch... Bla bla bla, jetzt mach einfach Feuer. Ja, das kannst du. Ja, das hast du fein gemacht. Ganz feiner Kerzenleuchter. Ja, ganz toll. So, und dann packen wir die da alle rein oder auch nicht. Ich glaube, ich brauche erstmal Wasser oder so. Und das ist bestimmt das Spielzeug für die Katze draußen. Oder ich weiß auch nicht, in diese Aussparung gehört wohl irgendwas. Hier ist noch eine Puppe. Na Mensch, das ist bestimmt die, die in der Sammlung fehlt. Nägel sind immer dann knapp, wenn alles kaputt ist. Ich muss sie herausziehen. Geht jetzt aber nicht. Ich kann aber die Botschaft hier wieder lesen. Und zwar, unsere geheimnisvollste Karte hat nur eine Zahl als Namen. 003. 003. Dün, 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 dün. Er ist schwarz wie die Nacht. Seinen scharfen grünen Augen entgeht nichts. Seine Dienste sind weltweit gefragt. Seine einzige Schwäche ist seine Vorliebe für Wollknäuel. Ich habe aber keinen Wollknäuel. Und ich habe auch nichts, um die Schrauben rauszuziehen. Oder die Nägel. Wie es aussieht. Dann haben wir hier noch eine Tasche. Und ach nee, hier soll der Zwergenfreund hin. Dann packen wir den doch mal hin. Boah, wir haben so viel hier unten, dass ich immer so lange drehen muss. Nee, da fehlt sogar noch eine. Behält er die Schaufel? Ja. Na dann. Das kann ich gebrauchen. So, so. Dann nimm mal wieder dein Magic-Tuch. Und deinen Diamantenstab. Und mach mal noch so ein Glasspiegelding. Dann können wir nämlich das da hinten wieder mehr beleuchten. Ganz klasse. Guck gerade, was es hier noch so gibt. Wenn es hier noch was gibt. Schön hier mit dem Weihnachtsbaum, ne? Also... Ohne das tote Tier hier auf dem Boden. Ein schöner, flauschiger, warmer Teppich darf ich nichts geben. Aber so ein totes Tier auf dem Boden muss ich nicht haben.
aber finde ich das so gemütlich, echt. Würde ich echt gerne mal sein. Irgendwann mal wäre ich gerne in so einer Holzhütte, wo draußen richtig schön so Land um mich herum ist oder Wald oder Schnee. Es muss gar nicht Schnee sein, aber so, dass es abends schön dann der Kamin und ah, das ist schön. Das ist toll. Bestimmt total gemütlich. Ich muss die Schamanenkatze hierher bringen und sie fragen, wie man den Schlaftrank für die Wölfe braut. Ach, da draußen ist noch die Schamanenkatze. Die soll das sein? Wahrscheinlich, ne? Das ist die wehrhafte Katze. Wer ist das hier? Professorenkatze. Ach ja. Die Bogenschützenkatze. Und das war's dann auch. Dann lassen wir uns mal schnell mit der Karte zurückbringen, weil der Weg ist so lang. So. Erstmal ist ja hier noch das. Könnte ich doch hier dieses Stück Holzscheit reintun. So, das ist schon mal dann dran. Die Drehbank wäre sehr nützlich, wenn die Klinge nicht fehlen würde. Die Klinge, nee, die habe ich noch nicht. Dann gehen wir erstmal noch rein und dann kann ich doch hier mit dem Spiegel. Nee, ich kann erstmal noch die Puppe hier reinsetzen, die wir gefunden haben. Unsere verrückte psychotische Puppensammlung im dunklen Keller. Und was haben wir in Gartenzwerg? Haben die Puppen versteckt. Als Gefangenen. So, und hier können wir dann wunderschönen Spiegel reinsetzen. Und der beleuchtet was? Ah. Wenn ich da herankommen möchte, muss ich dies vorsichtig abschneiden. Du kannst du ja jetzt auch, weil du hast ja die Schere noch, ne? Ja. Die brauchen wir bestimmt als Zutat. Ist das Schlafmohn für die Wölfe? Sieht aber nicht wie Mohn aus. Mohn sieht ganz anders aus. Blumen. Aha. Dafür war das Licht aber gut. Ja. Dann gehen wir uns mal wieder. Zurück. Hierher. Habe ich denn irgendwie sowas? Ach, die Klinge. Ja, die habe ich ja sogar. Na dann, geht's los. Ohne einen Kopf ist ein Stiel nicht zu gebrauchen. Was mache ich dann? Habe ich irgendwas zu benutzen? Was kann ich denn nehmen? Soll ich hier die Katze nehmen oder? Hä? Gibt's hier irgendwas, was ich da nähe? Stelle den Gartenzweck zu den anderen. Ja, das sowieso. Aber hier hätte ich jetzt gerne mal gewusst, was ich machen soll. Aber ich glaube, da kann ich nichts machen. Dann stellen wir natürlich den Gartenzwerg zu den anderen. Logisch. So. Voll das Geheimfach hier noch. Und ein Wimmelbill. Wir suchen eine Trillerpfeife, Münzen und zweimal einen Würfel. Zuallererst. Ja, die Trillerpfeife. Sie springt mir genau ins Auge. Merkt man schon. Habe ich wohl Pech. So, Münzen. Die finde ich wenigstens. Finde ich die Würfel. Tatsächlich, zwei Würfel habe ich schon mal gefunden. Dann auch noch eine Lupe, die hatte ich schon gesehen. Donut und Löffel. Den Löffel weiß ich gerade nicht. Der kommt noch, der kommt noch. Den finde ich schon noch. Löffel, Mammut und Fleur de Lis. Wo ist denn das Mammut? Sonst auch noch Sonnenblume? Sonnenblume. Die Puppe ist nicht vollständig ausgestattet. Puppe mit Hut soll das werden. Vielleicht finde ich ja wenigstens den Hut für die Puppe. Da ist der Hut für die Puppe. Wunderbar.
Sonnenblume, Schaufel. Ah, Schaufel, gefütterte Maus, Sonnenblume. Was soll ich denn damit jetzt aufmachen? Hier habe ich auch noch einen Käse für die Maus. Da. Ja. Was soll ich denn mit dem Schraubendings öffnen? Ohne einen Griff ist es keine richtige Schaufel. Gut, dann ist ja hier schon mal der Kopf. Wo ist der Stab? Wunderbar. Da scheint etwas hinter dieser Tafel zu sein. Ah, und dafür sind die da. Okay. Da, die Sonnenblume. Alles klar. Gut, jetzt eigentlich nur noch drei Sachen, die man auch so finden sollte. Das war das Mammut, habe ich überhaupt nicht gut erkannt. Sah zwar wie etwas aus, was man nehmen kann und soll, aber irgendwie war das jetzt nicht das. Ich dachte, das wäre eindeutiger. Trillerpfeife und Löffel fehlt mir noch. Ich nehme mir mal einen Tipp. Was ist da? Ach, da war die Trillerpfeife. Habe ich überhaupt nicht gesehen. Fehlt mir nur noch der Löffel. Da! Super! Okay. Das Mammut behalten wir. Ja, ja, da war was. Ich weiß auch. Mhm. Das ist aber nicht in dieser Aussparung, für diese Aussparung gedacht, denke ich nicht. Sondern woanders sollen wir jetzt hin. Hier hin. Denn hier war dieses mit dem mammutförmigen Schlüssel-Dingsbums. Und dafür bekommen wir einen Eispickelkopf. Na Mensch, und wenn wir damit jetzt... Aber Moment, uns fehlt ja der Stab. Den haben wir ja schon, das haben wir ja schon zurechtgedingst. Dann war das der Kopf, der mir fehlte, ne? Super. Dann können wir jetzt die Katze befreien. Hoffentlich, endlich mal. So, gehen wir mal schneller zurück. Hierhin. Perfekt. Und dann befreien wir den mal. Obwohl ich nicht verstehe, warum der da nicht weiterkommt. Eine Katze. Sollte die Katze schaffen. So, das ist unsere Schamanenkatze hoffentlich. Ja, das ist die Schamanenkatze. Toll. Ist hier noch was? Oder? Ich komme nicht heran, aber vielleicht kenne ich jemanden, dem es gelingt. Da war doch gerade die Katze, mein Gott. Geh doch da wieder hin. Gerade war die doch unten, hätte doch gleich mitbringen können. Wem soll das gelingen? Komme nicht heran. Unser Fred oder... Nee, der ist entführt. Hä? Habe ich nicht einen Freund namens Fred? Ja, aber der ist doch weg, oder nicht? Muss ich gerade nicht verstehen. Ich glaube, Fred soll das später machen. Nicht jetzt. Jetzt machen wir das andere auch nicht hier. Da, das ist er doch, oder? Ich glaube schon. Kriegen wir jetzt noch nicht hin. Jetzt müssen wir den Trank machen, damit wir dann den Fred retten können. So sieht's aus, Leute. Erst mal das eine, dann das andere. Hallo. So, nu? So, jetzt brauchen wir eins von denen, vier von denen, sechs von den Blumen, vier von den Wurzeln. Was ist das hier? Das Wichtigste zuerst. Ohne Wasser keinen Trank. Eis. So, das habe ich schon mal. Tada. Kann ich die da auch so schon mal reinwerfen? Ah ja, kann ich. Wunderbar. Die dann auch gleich. Und das da. Reicht das schon? Those wolves aren't going to know what hit 'em.
mess with the cat and you get the claws. Huhuhu, okay. Das war's schon. Alles klar. Dann ab mit dem Schlaftrank zu den Wölfen. Dann können wir auch unsere letzte Katze retten. Ja, gleich draufgeschmissen. Nee, ist klar. Nicht mal einen Napf oder so, dass sie es selber trinken. Gut. Oh boy, am I glad to see you. I got a little over my head with those wolves. Back in the day, my daddy would have taken all of them. I guess I have a lot to learn. Alles klar. Ich glaube, das war die letzte Katze, unser Fred. Ist er doch, ne? Ja. Jetzt haben wir alle wieder beisammen. Nur die Muschel fehlt mir noch. Das macht aber nichts. Das kriegen wir jetzt auch noch hin. Was ich übrigens süß finde, ist, dass bei diesen Katzenanimationen immer, Was? Natürlich kann er da hin. Genau. Aha, jetzt können wir da sogar lang. Höheneingang. Ach, so ist das. Nee, wir haben doch sogar noch eine Katze, die wir retten sollen. Was ich sagen wollte, dass ich das süß finde, dass so ein Schnurren immer auch bei den Animationen dabei ist, wenn wir die Katze finden. Und wenn sich jede so vorstellt und redet, dann immer dieses einzigartige Katzenschnurren zu hören. Das ist total authentisch. Ich glaube, ich weiß, was hier hingehört. Echt? Ich muss eine passende Statue finden. Ich brauche etwas, um das Eis zu durchbrechen. Hab ich sogar. Hier mal eben so ein Morgenstern. Super Streitkolben oder so. Ich glaube, ich weiß, was hier hingehört. Ja, ja. Voll die ganzen Werkzeuge. Ich glaube, ich weiß, was hier hingehört. Die Ägypter waren nichts gegen diese Katzenverehrer. So, stell dich mal vor. Could a barbarian without his club, I ask you. I feel so naked without my weapon. The horns on my hat, they're just for show. Ja, dann geben wir ihm doch mal seine Waffe. Bitte, dein Streitkolben. Und schon haben wir wen? Eine Kriegerkatze? Kampfkatze. Yeah. Oh, da steckt was im Eis fest. Na Mensch, zufällig habe ich so einen Eispickel bei mir. Alles steckt hier im Eis fest. Wer hat das denn da alles hingesteckt? Und geht da jemand lang und steckt da so eine Spindel ins Eis? Das ist, naja. Habe ich nicht einen Freund namens Fred? Nee. Scherz, natürlich. Ja. Ist klar. Und einen Ring haben wir jetzt auch. Da sollen wir anscheinend hin, aber da können wir noch nicht hin. Was kann ich denn dann machen jetzt? Ich glaube, ich muss wieder zurück. Hier gibt es nämlich etwas zu tun. Was denn zum Beispiel? Hier haben wir zum Beispiel jetzt etwas Neues. Ist doch eine Spindel. An dem Spinnenrad fehlt etwas. Die Spindel, die wir geholt haben aus Mais. Oh no. Super, es funktioniert wieder. Jetzt kann ich Garn spinnen. Ich habe aber keinen. Nicht, dass ich wüsste, oder habe ich welchen und weiß es nicht. Kann auch gut sein. Da sind die Muscheln, da ist nix. Da war noch was zu tun. Vielleicht passt ja jetzt das, was wir so mitgeschleppt haben, da rein. Das hier. Nein. Was wollt ihr denn dann? Hier drinne. Aber irgendwas soll ich hier machen können. Also in diese Aussparung soll etwas. Aber wir haben ja nur diesen Ring. Ich wüsste gerade gar nicht, wozu der sonst gut sein soll. Aber das ist es anscheinend nicht. Was wollt ihr dann? Zieh den Nägel. Ach so. Die Nägel soll ich ziehen. Mit dem Ding. Okay. Da war doch noch was anderes zu tun. Alles klar. Mein Fehler. Wo geht's jetzt hin? Dahin. Auch hier gibt es anscheinend noch mehr zu tun. Aber mit den Muscheln bin ich doch noch nicht so weit. Ich glaube, ich soll was anderes machen können. Ich brauche etwas Material, ja, aber ich habe doch nichts. Ich habe hier Nägel und ich habe einen Hammer und was könnte ich denn damit mal machen? Das reparieren hier? Ich weiß auch nicht. Tipp geht gerade nicht. Da soll es aber für mich jetzt was geben. Was denn?
Ah, hier war noch was. Oder nee, hier ist nur der Zettel. Das ist nur für den Zettel. Tipp bitte. Befestige den Ring an der Bodenluke im Hundehaus. Da ist eine Bodenluke im Hundehaus? Was für eine Bodenluke im Hundehaus? Ja, ich weiß gerade nicht, was die hier meinen. Kommt immer nur das hier und dafür brauche ich Garn und den habe ich nicht. Kann ich hier irgendwas machen, wovon ich nichts weiß? Ach da, die Boden. Oh, ich bin so blind. Der Ring wurde abgerissen. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Es hat keinen Zweck, den Ring nur auf die Klappe zu legen. Na, jetzt kommen die noch ran. Und dann damit noch. Ich hab die Luke. Ich denke, was für eine Bodenluke beim Hundehaus und guck die ganze Zeit beim Hundehaus da vorne. Nicht, dabei ist die Luke hier vor meiner Nase. Entschuldigung. Löwenkopf. Ja, in dem Haus. Bei dem Stuhl. Da soll das ran. Oh, und noch eine Katzenstatue. Jetzt haben wir schon zwei. Und damit können wir die doch bestimmt hinstellen. An diesem einen Ort. Hier. Da kommen die bestimmt rauf. Zack. Oder auch nicht. Die andere. Zack. Wunderbar. Eine ist schon mal drauf. Und jetzt die andere. Und dann gibt es hier ein feines Rätsel. Wähle den richtigen Pfad aus, um an das Tor zu gelangen. Beachte dazu die Farbfolge am Rand der Brücke. Das machen wir beim nächsten Part von Christmas Stories, der Nussknacker, im vielleicht letzten Bonuskapitel-Part. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann.